life is life. Herr Dosa hat beschlossen, dass es Zeit wird, wieder einmal Urlaub zu machen. Nach langem Überlegen hat er sich für die schöne Insel Kreta entschieden. Vor dem Abflug allerdings muss er noch ein paar Besorgungen machen. Ich bin gespannt, ob das Apartment das entspricht, was ich im Internet angeschaut habe. Ob es das wird, so weit anders. Na, schauen wir mal. Schaut sehr versprechend aus. Schön. So schaut es einmal super aus. Corners Apartments. Okay. Unter www.corners.com. Genauso, apartments.gr. Na super. Nummer ja. 030 694 480 7678. Super. Da wohne ich. Dann hallo. Nächste Woche. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Schon freut angekommen. Nette Nacht. Schön, dass du. Ja, alles schön, gell? Hallo, endlich servus. Hat es geklappt. Hallo, herzlich willkommen. Danke. Herr Dosa, ich bin Tanja, ja. Hallo. Hallo. Das ist die Kiki. Wer bist du? Kiki. Die Tochter, oder? Ja, genau. Ich nehme an, ja, genau, die Tochter. Genau, ja. Na, komm ins Rein. Das war sicher anstrengend, nehme ich so an. So hübsches Mädel, so hübsch wie die Mama, so die Tochter. Ja, klar, der Schaumfall liegt bei uns. Der extra schick gemacht heute, gell? Super. Geht's nein, das glaube ich nicht, das ist immer besser. Wir sind immer. Das glaube ich schon, oh ja. Na, komm ins Rein. Komm ins Rauch hier, in die gute Stube. Na, schauen wir mal. Gut ist gut, aber schön ist besser. Schöne Stube ist besser. Oh! Boah. Na, da können Sie ausbreiten. Boah. Da können Sie ein paar Freunde oder Freundinnen einladen, auf jeden Fall. Oh, da schauen Sie, wir haben zuerst mal Küche, alles komplett ja, da bin ich eingerichtet. Noch ein paar Reservelampen bringen noch. Dann. Ja, das ist schon alles. Okay. Das ist für romantisches Licht. Ach so, also okay. Küche komplett eingerichtet, alles da. Wahnsinn! Ja. Oh, super. Wo sind die Bier? Die Bier, die kommen ja nach hier. Okay. Ja, wirklich, da los, da ja, ja, alles da. Super. Oh. Mikro. Mikroherd. Backofenherd, Kaffeemaschinen. Und halt auch komplett ja, das, Geschirr, alles da, gell? Nicht jetzt nur ein Tellerchen und ein Gabelchen wie bei Schneewittchen oder so, sondern. Ja, das ist das, da. Was ich mir vorstelle. Ja, das ist meins, ja. Da war ich gut beraten. Entschuldigung, dass ich ein bisschen reinschaue. Sie dürfen überall reinschauen, das ist jetzt erst für die nächsten Tage oh, natürlich. Schau. Ja. Super, super. Die gibt es sogar einen Ort hier zum Kaufen, wenn Sie gleich ein Souvenir mitnehmen. Die nicht einmal wieder das mitbringt, nein, das tue ich nicht. Und wenn, dann frage ich. Nein, gerne. Aber wie gesagt, super, das darf ich da auch. Ja. Ah ja, jetzt nichts mal für die Kinder, nur Spielsachen. Oh, ja, ich brauche da ein bisschen, bisschen kindisch. Die Gesellschaftsspiele haben wir auch alles. Na, hier ist die Fernbedienung für die Klimaanlage. Aha. Internet haben wir auch. Internet ist gut. Ist auch da. Ja. Na gut. Passwort und alles steht hier drin. Nein, langsam, ich muss das alles. Ach so, ja, natürlich. In mir ja. So, ja. Siga, Siga, sagen die Griechen. Langsam, langsam. In mich. Oh, hier ist an dem Balkon frühstücken meistens die Leute, weil das die Südseite ist hier. Da haben schon schön Sonne, kann man rausziehen. So rum kann man rausziehen. Ja, super, super. Und hier ist eben die Südseite, da hinter den Olivenhainen und alles ist dann
Südküste, Lübisches Meer, Afrika. Dann das schon, ist Afrika ja? schon. Das ist schon Afrika, ja. Also jetzt nicht direkt also, hier, aber die Seite auf jeden Fall. Wenn man jetzt da wandern würde und schwimmen. Ja, aber na, Afrika ist schon näher als das griechische Festland, ja, von Kreta her. Ja, na super. Na, die Vegetation ist ein Traum. Hier, ja, super. Da fühle ich mich wohl, weil das ist so wie in Österreich, in Steiermark, Kärnten oder sonst wo. Berge, Meer, ja. Alles da. Das ist ja das Besondere von Fisch, Peter, genau. Und hübsche Frauen. Ich komme zwar aus Bayern, aber ich bin schon eingegriffen, so ungefähr. Na super, super. Na, da kriegt man kein Heimweh, gar nichts. Das ist alles da. Da kann man es aushalten, ja? Ist alles da, da kann man es springen. Wenn man schaut, vielleicht fahren sie gar nicht mehr heim, wer weiß. Okay, na super. Nein, das ist wirklich traumhaft. Das ist wunderschön, sauber. Das ist alles gepflegt. Traum. Die Ausnahme. Ah, sehe ich schon. Oh. Das ist rustikal, rustikal. Genau, ja, romantisch. Ist das so, wie, würde ich sagen, wie ein Schlafzimmer sein soll, so rustikaler Kiste, ne? Rustikal romantisch, würde ich sagen, ja. Ja, romantisch okay, ja. Aber eher, ja. Da werden wir kurz probieren. Ja, natürlich gerne. Ich muss mich die nächsten drei Wochen dann gewöhnen. Eben, ne? Eben. Schauen wir mal. Das war zu stürmisch, würde ich sagen. Hey, da gibt es Musik drin. Das ist zu stürmisch. Ja, wirklich. Das mit Federn, gell? Ich habe mich noch nie so schwungvoll draufgeschmissen, ehrlich gesagt. Ja, wirklich. Wie macht da drauf? Das schwingt nach, ja. Das ist von der Matratze sicher, ja. Ja, die Sprungfedern. Das ist wie eine Musik-Sprungfedern, genau. Musik. Was will man mehr, ist gell? Super. Aber für Sie habe ich sowieso das andere Schlafzimmer schon fertig gemacht. Ja, das geht. Aber natürlich können Sie ja reihum jede Nacht sich was anderes aussuchen. Oh, naja. Okay. Ah, das Spiel kommt ja schon. Super. Passt alles, gell? Ah. Naja, manchmal wäre ich ein bisschen zerstört ausschauen in der Früh, ne? Ja, wer weiß. Ein neuer Schlafzimmer. Jetzt haben wir Geld, habe ich für Sie jetzt fertig gemacht, gell? Oh. Oh. Ja, okay. Kann man sich da verletzen, wenn man stürmisch ist? Ja, also. Wenn man stürmisch ist, da weiß man ja nicht, oder? Also bis jetzt gab es keine Verletzung und keine Beschwerden. Bis jetzt. Wie die griechischen Frauen so sind, stürmisch oder sonst was, da Verletzung? Oh, naja, es geht. Okay. Aha. Und wo man hinschaut bei den Griechen, ist über Erotik. Tatsächlich? Ja. Ja, wenn Sie ein Auge dafür haben, vielleicht das schon, ist es noch gar nicht so aufgefallen. Man sieht entweder schöne Männer oder schöne Frauen. Also eher von früher, von der Antike natürlich, ja. Und so weiter. Gell? Ja, wenn man darauf achtet. Ja. Gut. Aber wie gesagt, Sie können es natürlich aussuchen, wo Sie jetzt schlafen wollen. Ich habe jetzt hier schon fertig gemacht, aber Sie können auch gern drüben bei der singenden Matratze, gell? Die singende Matratze, das singt wirklich. Müssen Sie einmal ausprobieren. Ich werde es irgendwann mal testen. Bitte arbeitet. So, jetzt gehen wir ins Bad. Und ich muss Badezimmerchen, ja. Okay. Ja, alles klar. Gut. Ist alles so, okay. Ja, schöner Hund. Oh. Endet es so ein? Nein. Nein. Das ist nur der Lichtschacht, gell? Aber der oben zur Dachterrasse können wir dann später auch rausgehen. Okay. So, Dachterrasse. Whirlpool. Ist da Wasser schon drin? Nee, das lassen wir dann ein, sobald Sie es dann benutzen. Okay. Wollen. Das Wasser sollte da drin sein, nicht da raus. Nee, das lassen Sie das am besten immer direkt geregnet. Ein, genau, wenn Sie es ja heute Nacht hat es ein bisschen kriegen, aber jetzt haben Sie ja wieder strahlenden Sonnenschein. Aber wenn es da drin wäre, könnte es schon bloß schwimmen ein bisschen. Ja, das dauert. Dauert ein bisschen. Minuten, muss aber. Voll, ach so. Okay. Na, schön, wunderschön. Und hier ist jetzt so ein Umblick, gell? Panoramablick, je nachdem, wo das Sie hinwollen. Das habe ich von unten schon gesehen. Genau, das haben wir schon gesehen. Und jetzt hier zum Dorf. Da, und das ja? Aufs Meer, ne? Das ist ja wieder dasselbe genau wie vorher. Super, super. Mhm. Aha. Und wie lange gehe ich jetzt ins Dorf? Oder? Zum Strand runter sind es mit dem Auto 5 Minuten. Ne? Okay. Also für mich zu Fuß. Je nachdem, wie schnell Minuten, das sind. 6 Minuten. Okay. Also rauf geht es sicher schneller als wieder. Ja. Runter geht es sicher schneller als wieder rauf. Ja.
Ja, vielleicht bleibe ich gleich. Nein, das ist gut. Das ist super, es ist super, wirklich. Nein, das freut mich. Wunderschöner Blick, Ausblick. Mhm. Das ist alles so super sauber. Doch, in der nächsten Folge sehen Sie Herrn Doser bei seiner ersten Erkundung des Strandes. Mal schau, wie klar das Wasser ist. Mein Gott. So klar, so schön. Und endlich wieder mal ein bisschen weiter, wo ich hinfliege, nach Kreta zum Beispiel. Zum so entschlossen, 3 Wochen da mal Urlaub machen. Und da in der Nachsaison ist alles günstig, auch ein bisschen. Nicht so viel Leute.